Eigentlich habe ich mich ja gefragt, warum diese doch recht unscheinbare und kleine Nepomuk-Kapelle bei den Bregenzer Sehenswürdigkeiten unter den Top 10 gelandet ist. Aber wenn man dann in die Kirche hineingeht, weiß man warum. Eines der traditionsreichsten Lokale in Bregenz ist zweifelsohne das Gasthaus Kornmesser in der Kornmarktstraße. Ja, nicht nur Wien, auch Bregenz hat einen Neptunbrunnen. Am Bregenzer Rathaus fällt sehr schnell eine Person auf, nämlich ein wunderschönes Mosaik von Kaiser Franz Josef. Diesen markanten Turm habe ich in der vollen Höhe nur im Querformat hingebracht, aber er gehört natürlich zu einem sakralen Bau, nämlich zur Seekapelle. Gegenüber von gut erhaltenen Fachwerkhäusern haben wir nun das Wahrzeichen der Vorarlberger Landeshauptstadt, den Martinsturm. Und durch das Untertor gelangen wir jetzt dann in die Oberstadt. Im Untertor hängt auch so manches herum, was merkwürdig aussieht. Haifisch, Krokodil, es ist, ich verrate es euch, aus Holz geschnitzt. Dieses Untertor besticht überhaupt durch eine faszinierende Bausubstanz, die noch erhalten ist. Und durch jede Menge kleiner, liebenswerter Details. In der Oberstadt sind sehr viele Häuser noch mit durchaus mittelalterlicher Bausubstanz versehen. Dieser musizierende Jüngling allerdings ist deutlich jünger. Und um von einer Oberstadt wieder hinunter Richtung Zentrum und Bodensee zu kommen, muss man natürlich Stiegen steigen. Und im Vorbeigehen erhasche ich einen Blick auf das Teuringschlössle. Tja, Bregenz ist jetzt nicht nur die kleinste Landeshauptstadt Österreichs, sie hält einen ganz besonderen Rekord. Es befindet sich hier nämlich in der Kirchstraße 29 das schmalste Haus Europas. Und wir lesen 57 cm breit. Also der Otto Wanz wäre da nicht reingekommen. Ein interessanter Vergleich der Baustile ist in der Vorarlberger Altstadt durchaus möglich. Nun, und das ist jetzt der berühmte Bregenzer Seebrünzler. Was Brünzlen bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Man sagte nämlich früher den Bregenzer nach,
sie würden in den Bodensee hineinpinkeln. Diese Bronzefigur wurde übrigens in einer Glockengießerei gegossen. Steiermark grüßt Vorarlberg. Interessant. Ob der Besitzer dieser Weinstube vielleicht gar ein Steirer ist? Nicht vergessen, Knoten ins Taschentuch, pardon, ins Seil machen. Diese zwei je 62 Meter hohen Türme verraten mir, dass es sich um die Bregenzer Herz-Jesu-Kirche handelt, vor der ich hier stehe. Tja, welches Bregenzer Gebäude hat jetzt diese wunderschöne Fassade zu bieten? Schauen wir etwas tiefer und es ist Trari Trara, die Post ist da. Hier schwebt ein Zeppelin und zwar über dem Bodensee und der ist auch heute mein nächstes Ziel. Und hinter dem Horizont noch viel mehr Wasser. Tick, Trick und Track. Genau, dann haben drei Jungenten. Und hier mit Mama Ente. Eine, mit der ist doch Martina befreundet oder kennt Martina. Und wenn ein Schiff Sonnenkönigin heißt, dann ist es mit Sicherheit das beeindruckendste Schiff, dass sie auf dem Bodensee fährt, und zwar ein Schiff der Vorarlberg Lines. Ich werde allerdings nicht mit dem Luxuskreuzer fahren, sondern, wie sollte es anders sein in Bregenz, mit dem Schiff Stadt Bregenz. Einmal die Schiffsglocke läuten dürfen, ein Wunschtraum des kleinen Stadtstreichers.
Und damit möchte der kleine Stadtstreicher jetzt hoch hinaus.